Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Baldur's Gate 2. Ich habe tatsächlich mal gerade nachgeschaut, also ich bin hier, um zu dienen. Kangax ist halt in dieser zweiten Form gegen Haufen Waffen, ein Haufen, ja, Spells, also ein Haufen Zaubersprüche immun und halt gegen alle Waffen unter plus 4. Das heißt, wir werden da später wiederkommen, das hat jetzt keinen Sinn. So, du hast tatsächlich nicht wirklich was bei dir. Was hast du eigentlich für eine Ja, natürlich. Schissene Rüstungsklasse. Gut, du brauchst dann dringend was zum Anziehen. Aber erstmal Stufe erhöhen. So. So. Der ist ja zweihändig. Der Stab, von daher nutzen wir das doch mal aus. Sagt mir, was zu tun ist. Komm, der Rede wert. Sollen wir uns aufgrund dieser Nachricht trennen? So. Ja, erstmal getrennte Wege. Genau. Ja, wir treffen euch dann dort. Alles klar, so, da müssen wir erstmal gucken, dass wir für dich was an Ausrüstung kriegen. Ich glaube, das gleiche Layout wie in Art Cutler. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen. Obwohl, ne, ist bei weitem nicht so groß. Sonst auch keine weiteren Gefangenen. Na gut. Ich hoffe, das bringt was. Ihr seid ein Fremder in dieser Stadt, nicht wahr? Es überrascht mich, dass man euch Zugang gewährt hat. Ihr werdet feststellen, dass ihr hier nicht willkommen seid. Gut, das haben wir ja schon. Seid abermals gegrüßt. Alles, was diesen Druiden hilft, hilft auch uns. Seht zu, dass er erfolgreich ist. Ich danke euch jetzt schon mal für eure Bemühungen. Gut. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Dann schauen wir mal. Mal rein interessemäßig. Wird ja ein bisschen was bringen. Im Hals stecken. Du brauchst auf jeden Fall eine Rüstung. Ich kümmere mich drum. Lass uns mal gucken, wie überzogen die Preise da draußen sind. Wenn ihr was Geschäftliches mit uns zu erledigen habt, dann müsst ihr mit unserem Khan sprechen. Oh ja, ich bin mehr als sicher, dass er gewillt ist, mit euch zu verhandeln. Okay, dann gucken wir mal. Vielleicht damit mal an. Was soll ich tun? Ihr werdet in ganz Am garantiert keine besseren Preise finden. Wirklich. Ich gehe davon aus, dass ich bessere Preise finden würde. Ich würde euch hier gerne ein paar Waren der Karawane verkaufen, aber ich habe nichts zu verkaufen. Die Genies verhexen Raffi immer noch, dass er ihnen alles verkauft, was wir haben. Ah! Ehe diese Genies nicht gegangen sind, können wir Händler nichts an der Stadt, an die Stadt verkaufen. Und die Kaufleute der Stadt werden nichts haben, was sie verkaufen können. Jetzt ist Raffi bankrott. Das ist ein furchtbarer Zustand. Kalisiten, Tetira, Tiefwasserer. Irgendwann kommen sie alle nach Am. Ja, mit uns braucht ihr gar nicht erst reden. Wir sind nur Karawanenfahrer. Wenn es um Geschäfte geht, redet ihr am besten mit Raffi. Okay. Ist er da in dem Dings dann mit drin? Ist schon geschehen. In dem Zelt.
Nö. Ich bin dabei. Hey, ich spreche mit ihren sterblichen Kreaturen wie euch. Hast du eine Ahnung? Ich bin nicht aus freien Stücken hier. Grüße, Wanderer. Ich bin Khan Sarah von Kalimshan, ein Daojin. Zu euren Diensten. Daojin? Die Clans der Djinn übersteigen das Wissen der meisten Sterblichen, soviel ich weiß. Es ist eine komplizierte Angelegenheit, Reisender. Reicht es aus, wenn ich sage, dass ich ein Djinn der Familie Dao bin? Was machen denn die Kalischeit-Genies hier in Handelstreff? Tja, die Frage stellt sich wirklich, Sterblicher, nicht wahr? Die Dao würden einen solchen Ort normalerweise tatsächlich nicht zu ihrem Heim machen, nicht einmal vorübergehend. Reicht es, wenn ich sage, dass wir eine Aufgabe haben? Wir jagen eine in Kalischen bekannte Verbrecherin. Eine Rakshari mit dem Namen Itafir. Rakshasa, falls ihr ihnen noch nicht begegnet sein sollt, sind teuflische Gestaltwander und Dieble. Wir verfolgen diese bestimmte Beute schon seit einigen Monaten und sie ist uns mehrfach entwischt. So, jetzt haben wir genug von dieser Jagd. Wir wissen, dass Itafir sich irgendwo in diesem Gebiet versteckt hält, und zwar in sterblicher Form. Und darum haben die Dao die Handelstätigkeit in dieser Stadt übernommen. Wir Dao kaufen alles auf, was hier ankommt, versteht ihr? Und dann fordern wir Preise, die sich die Sterblichen nicht leisten können. Wir werden damit nicht aufhören, bis die Sterblichen diese Rakshai für uns gefunden haben. Ah, okay, das erklärt das natürlich. Irgendwann werden die Nahrungsmittel und so weiter ausgehen und sie werden verzweifelt genug sein, es zu tun. Oder auch nicht. Egal. Die Jagd ist so weniger anstrengend für uns und viel lustiger. Findet ihr nicht? Aha. Ja. Kann ich mir diese Güter mal anschauen, die ihr verkaufen würdet? Ah. Dieser Wanderer ist ein potenzieller Kunde. Wenn euch die Reise auch hoch vorkommen mögen, Preise hoch vorkommen mögen, kleiner Sterblicher, ihr werdet nirgends in der Stadt eine bessere Auswahl finden. Das ist sicher. Haha. So, ja. Es geht. Muss ich ja sagen. Panzer. Ja, aber irgendwie so das Wahre ist es halt nicht. Gut, vielleicht können wir helfen. Ah, wieder einmal einer unserer Wanderer. Was kann der Dao diesmal für euch tun, mein Freund? Was wisst ihr denn über die Tierangriffe in dieser Stadt? Nichts. Wir kümmern uns nicht zu sehr um die Angelegenheit dieser Sterblichen. Sie werden von Viechern angegriffen. Ziemlich spaßig. So. Was würdet ihr sagen, wenn ich diese Akshai-Shasi für euch finden würde? Ich würde sagen, Sterblicher, mir wäre am liebsten, wenn mir der Kopf dieser Rakshasi gebracht wird. Wenn das erledigt ist, dann kehren wir Dao, obwohl wir hier sehr viel Spaß haben, nach Kalisham zurück. Ja, habt ihr denn irgendeine Idee, wo diese Rakshasi sich aufhalten könnte? Wenn wir wissen, wo sie sich aufhält, würden wir sicher selber hingehen und sie holen, nicht wahr? Ich bin mir aber sicher, dass sich als Gestaltwandlerin hinter einem dieser langweiligen Sterblichen versteckt. Eine Taktik, die ihre Art oft anwendet. Es ist unwahrscheinlich, dass er und seine Begleiter sich innerhalb der Stadt selber aufhalten. Ich dachte, es wäre sie. Appetit und die Vorlieben der Rakshasa würde es ihnen unmöglich machen, sich lange unter euresgleichen zu verstecken. Aber wir sind sicher, dass sie sich hier irgendwo in der Gegend aufhält. Vielleicht hat sie sich irgendwo versteckt und macht Jagd auf euch Sterbliche, so wie die Rakshasa es eben zu tun pflegen. Aber wer weiß das schon, sie kann überall sein. Warum, kleiner Sterblicher, habt ihr vor, uns
Itafers Kopf zu bringen und damit unseren Aufenthalt in diesem langweiligen Kaff zu beenden. Wir freuen uns schon darauf, dass ein Sterblicher diese Angelegenheit endlich abschließt. Gibt es zu welchen eine Belohnung? Oho, ihr seid also ein fordernder kleiner Sterblicher. Ich verstehe, aber natürlich. Wir Dao haben unzählige Schätze, die wir euch anbieten könnten, wenn diese Sache für uns erledigt. Also, was meint ihr? Na gut, ich werde versuchen, diese Akshasi zu finden und euch den Kopf zu bringen. Ja, das ist gut. Die Dao wünschen euch für eure Jagd alles Gute und erwarten sehnsüchtig den Kopf von Itafer. Mhm. Sehr gut. Dann können wir das ja vielleicht auch noch lösen. Wenn es denn sein muss. Aber erstmal zum Druidenhain. Und dann schauen wir, was das hier wird. Ich glaube, dann schauen wir uns in der Stadt halt um, wenn das geregelt ist. Ich bin nicht der Eindruck, dass wir da jetzt allzu viel reisen können. Reisen können. Reisen können wir, und zwar zum Druiden rein. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Dann rasten wir doch mal eine Runde. Kleine Rast einlegen. Ihr passt in diesen Wäldern besser auf, was ihr tut. Mhm. Na dann. Hey, ihr da. Geht dorthin zurück, wo ihr gekommen seid. Dieses Gebiet steht unter dem Schutz der Druiden von Tethir. Wenn nicht sofort geht, werdet ihr den Zorn der Natur zu spüren bekommen. Mit welcher Berechtigung wollt ihr uns drohen? Das ist nicht der rechte Weg, nach dem Verständnis von der Diener der Natur. Erklärt euch. Cernd, ihr wart lange Zeit fort. Vieles hat sich geändert. Das sehe ich auch so, auch wenn ich etwas konfus bin. Der große Druide hat nichts Gutes über die Dinge gehört, die sich hier zugetragen haben. Angriffe, Bedrohungen, Brutalität. Das ist der neue Weg, Cernd. Wir müssen einer neuen Anführerin folgen und sie hat uns in diese Richtung gedrängt. Sie? Was ist denn mit Gragus? War er nicht der große Druide dieses Waldes? Ja, Cernd, aber Gragus wurde ersetzt. Faldorn, so heißt unsere neue Anführerin. Und noch hat es niemand gewagt, sie herauszufordern. Ihr folgt ihr stattdessen wie Ameisen. Also folgt ihr stattdessen wie Ameisen und führt ihre ruchlosen Taten aus. Habt ihr nicht den Mut, euch ihr zu stellen? Sie ist eine Schattendruidin und sehr gewalttätig. Außerdem hat sie sich an den Hain gebunden. Jenseits einer Herausforderung ist sie unverwundbar und diese muss außerdem noch ein Zweikampf sein. Ein solches Ritual hat es hier noch nie gegeben und es käme den Hain teuer zu stehen. Ich werde mit ihr über diese Frage diskutieren und zwar in einer Sprache, die sie versteht. Geht mir das in den Augen? Viele werden nicht sprechen, Cernd. Ich schätze die neue Rolle, die wir hier spielen, ganz und gar nicht, aber andere schon. Seid vorsichtig. Okay. Bleibt zurück, oder ihr werdet es bereuen. Alles klar. Psst, psst, hey, ihr da. Hm? Einen schönen guten Morgen. Oh, ich hab euch nicht gestört. Aber meine Güte, ihr seid ja ein Haufen von Tiefschläfern. Hat keiner von euch gehört, wie wir kleinen Gaune uns geehrt haben? Schaut nur, in welchen Schwierigkeiten ihr jetzt steckt. Nehmt eure schmutzigen Hände von mir. Helft mir, ich werde... bleibt genau dort, wo ihr seid. Reibt euch den Schlaf aus euren müden Äuglein und ihr werdet sehen, dass ich hier ein kleines schlafendes Dings an der Kehle dieses Mädels halte. Es wäre doch sehr peinlich, wenn ich abrutschen würde. Hm. Okay. Hm. Ach, warte mal, ist das eventuell die Romanzenquest, die hier weitergeht? Hm. Das kann natürlich auch sein. Hm. Aber gut, schon gut, niemand soll hier sterben, weil jemand überhastet reagiert. Reden wir einfach in Ruhe über die Sache. Ausgezeichnet, machen wir das. Ich fange an.
Ihr händigt uns alle eure Wertsachen aus und wir lassen euch in Frieden ziehen. Und wir haben gehört, dass ihr eine ganze Menge Wertsachen habt. So, gerade noch einen Schluck getrunken. Dann, wir bekommen, was wir wollen, und ihr bekommt, sagen wir mal, wir bekommen, was wir wollen. Das muss reichen. Euer Angebot ist nicht gut genug. Lasst sie gehen, ich werde die Geisel für euch spielen. Ah, nun, ich sehe, wir haben den Abschnitt in unserer kleinen Schmierenkomödie erreicht, an der sich der Held selbst opfern will. Ich frage mich, was unser kleines Mädel hier über diesen Vorschlag denkt. Sprecht, Mädchen. Verhandle dich mit diesem Abschaum. Er wird sein... Schon gut, Mädel, ich denke, ich habe verstanden. Nun, wie es aussieht, begeistert sie der Plan des tapferen Helden noch nicht so richtig. Was sagt ihr jetzt, Mutiger? Ich sage, nehmt mich an ihrer Stelle. Schaut, ich habe keine Waffe gezückt. Ich bin völlig wehrlos. Ach, das ist doch nicht noch schwerer, als ohnehin schon ist. Ja, wir werden es uns in der Tat einfacher machen. Gracer, euer frei. Alles klar. Das heißt, ihr habt wirklich gerade Stress oder möchtet gerne Stress machen? Gute Idee, das mir zu übertragen. Alles klar. Haben wir den noch? Da haben wir ihn. Das hat aber wehgetan. Ich warte. Ja? Mal gucken, was die drauf haben. Ich helfe, wo immer ich kann. Und vielleicht sollten. Na, ich guck erstmal. Können wir gleich noch wieder noch mal rasten, ne? Nein! Verdammt, du dreckiger Moorschleim! Nicht schon wieder! Druiden sind ja so lustig, wenn sie fluchen. Lasst uns tanzen, Jungs! Nur noch sind einige. Alles klar. Aber jemand, der hier rumzaubert, und das kann ich gerade nicht haben. Ah, verflixt. So. Das war's mit dir. Stimmt, ihr seid ja auch noch auf Na gut, ich glaube, da wird auch der Nahkampf reichen, oder? Ja, die sind direkt weg, die Dinger. So. Noch der Turk, ne? Ah ne, da oben ist auch noch ein paar. Für die Bedürftigen. Aber ja, passt. Das meinst du aber nicht ernst, oder Kumpel? So, danke fürs Geld. Was kann ich tun? Werde ich gebraucht? Was kann ich für euch tun? Ich warte auf euren Befehl. Mit dem Schildzauber kann auch keiner was anfangen. Na gut, wir können ihn verkaufen. Allzeit bereit. Ja? Die Natur schlägt zurück. Geht es euch gut? So. Ja, ich habe mir mehr Sorgen um euch gemacht. Ich bin ein wenig verletzt, aber das geht schon klar. Meine Güte, ich bin ja so froh. Idiot, was habt ihr gedacht? Ihr hättet getötet werden können. Wenn man da steht und die Zielscheibe spielt, kann ein Feind problemlos das Herz oder die Augen durchbohren.
Das war ein Risiko, das ich eingehen musste. Ich konnte nicht zulassen, dass er euch wehtut. Tut nie wieder so etwas Dummes, versteht ihr mich? Nicht in 1000 Jahren. Ich verlor schon Khaled. Es war ein sinnloser Tod und ich will euch nicht auch noch verlieren. Sharia, ich... Ach, seid still, lasst uns von dir verschwinden. Wir werden später sprechen. Okay, dann gab das ein wenig XP. Wir rasten tatsächlich dann nochmal. So, jetzt sind alle nochmal fit. Schön, schön. Und, so, dann kann ich, glaube ich, auch mal hier wieder ein bisschen weitergehen. Wie groß ist denn eigentlich das Gebiet hier? Na, relativ. Alles klar. Komm, der Rede wert. Ich zähle mich zu den intelligenteren Schwertern, auch wenn ich keine besondere Ausbeulung genossen habe. Ah, fast Geld vergessen. Wie sieht's hier mit Fallen aus? Ah, Trolle. Okay. Sag mir, was zu tun ist. Ich warte. Die Stille der Natur wird euch anheim. Wäre das nicht wunderbar, wenn ihr in jeder Hand einen von meiner Sorte hättet? Ich hoffe, das bringt was. So, sehr schön. Aber Trolle gehen ja mittlerweile auch ganz gut mit unseren Waffen. Was bist du? Ein Eistroll. Machen wir es kurz und schmerzhaft. Die Stille der Natur wird euch anheim. Komm, den mal ausschalten, bitte. Machen wir es kurz und für die Gefallenen. Danke. Ich glaube, ihr kommt auch nicht wirklich durch, habe ich den Eindruck. Ich tue dir weh, wenn es sein muss. Ich tue, was mir gar nicht werden muss. So, sehr schön. Dann schauen wir, glaube ich, vielleicht erstmal hier unten rum. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Dann schaffe ich erstmal die aus. Für die Gefallenen. Gut, die kommt also mal durch. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Ich bin bereit. Nimm du vielleicht deinen Stecken nochmal zurück, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich werde dich halt auch nur temporär mitnehmen. Das sollte nicht sein. Das macht Spaß. Sehr gut. Ich kümmere mich drum. So, nicht schlecht, nicht schlecht. Hm. Oh, das sieht ja auch einladend aus. Ah ja. Ein paar Trolle. Die Augen bohren. Kratzt ihnen die Augen aus. Die Rache ist mein. Noch ein Geistertroll? Und der ist für meine Oma, die immer gesagt hat, aus dir wird nie mehr als ein Buttermesser. Genau. Für die Bedürftigen im Namen meines Jeder mal seinen großen Tag. Wieso stirbst du denn gerade? Kollege? Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus.
Das reicht nicht so weit, wie ich das gerne hätte. Wurde aber auch Zeit. Fällt mir mal auf. Sagt mir, was zu tun ist. Habt ihr alles? Lasst mich bitte helfen. Bereit, loszuschlagen. Ich tue dir weh, wenn es sein muss. Die Natur schlägt zurück. So. Dann bitte den Riesentroll als nächstes angehen. Das sollte nicht sein. Das war sicher viel lustreicher, als ich dachte. So. Ich warte. Ist schon geschehen. Alles klar. Dann werde ich gleich nochmal eine Runde rasten. Hier geht's gleich rein. Eingang zum Trollhügel. Warum eigentlich nicht? Und zwar erstmal nicht allzu viel hier. Ja, ich glaube, dann gehen wir eine Runde rein. Aber rasten, glaube ich, erst noch mal vorher. Deck mal hier den Rest der Karte unten noch auf. Ja, bisher erstaunlich wenig passiert hier draußen. Ist doch schon mal ganz angenehm. Alles klar. Ich glaube, ich buff mich tatsächlich mal. Oh, bitte. Bitte, ja? Bitte. Die Dienerin der Natur ist da. So, und ich glaube, ein Feuerelemental könnte auch nicht schaden da drin. Muss ich ja sagen. Ich warte auf euren Befehl. Zuck. Sagt mir, was zu tun ist. Mist. Ach, das sollte nicht sein. Werde ich gebraucht? Achso, ja, dann greif halt nicht den Spektraltroll an. Ah ne, du hast sie ist leer geschossen. Okay. Wir müssen Pfeile kaufen. So. Alles klar, Spektraltroll ist platt. Dann kommen wir zu den Geistertrollen. Ihm. Und ihr seid normale, ne? Nein, mein Feuerelementar. So, weiter geht's. Ein Riesentroll. Ja. Ich bin hier, um zu dienen. Das ist wohl das Mindeste. Der Tod gehört zum natürlichen Lauf der Dinge. Aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Scheinbar schon. Ja, du brauchst dringende Rüstung. Warum gehen wir nicht hin und metzeln das da drüben einfach nieder? Ich hoffe. Jede Menge Trolle. Vielleicht renne ich erstmal unten rum, dass ich nicht. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Alle auf einmal hier
triggere. Solange wir ihn halt irgendwie ein bisschen raushalten, sollte das ja passen. Du ballerst hier aber auch einfach durch deine Pfeile gerade durch wie Butter. Ich hoffe, hier ist irgendjemand, wo wir handeln können. Oh ja. So, das hat auch wieder mehr Probleme bereitet, als ich dachte. Aber gut. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Gut, dann schauen wir uns die Sachen gerade noch kurz an. Und dann soll es auch das für die Folge gewesen sein. Abschluss des Tals. Wird das schlechter machen? Wird hier deutlich schlechter. Okay, dann kommen die weg. Schade, ich dachte, ich habe was, wo ich den Kollegen mal ich erstmal ein bisschen ausrüsten könnte. Na gut, der ist aber auch schlechter. Wahrscheinlich dann auch bei dir. Ja. Gut, dann wird das auch verkloppt. Schade. Nicht sehr lohnenswert, die Sachen hier drin. Aber gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ja. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.